Vitus Scaletta? Ja, was wollen Sie? Ich verhafte Sie wegen illegalen Verkaufs von staatlichen Rationsmarken. Mitkommen. Einer von der Tankstelle hatte mich verpfiffen. Sie haben Mama so lange zugesetzt, bis sie verraten hat, wo ich bin. Aber sie wussten nicht, für wen ich arbeite, und ich hielt die Klappe. Henry besorgte mir über Don Clementi einen Anwalt. Ich saß schwer in der Scheiße. Obwohl, wenn die Bullen wirklich über mich Bescheid gewusst hätten, wäre es noch schlimmer gewesen. Als besonders schwerwiegend. Angesichts der Tatsache, dass Sie den Staat um Ressourcen betrogen haben, zu einer Zeit, in der unser Land Sie am dringendsten benötigt. Mr. Scaletta, Sie als hochdekorierter Kriegsveteran. Der Mann war gut, aber nicht mal er konnte mich rauspauken. Der Fall war von Anfang an klar. 3 Monate später wurde das Urteil gefällt. Vittorio Antonio Scaletta. Für Ihre Straftaten gegen die Bürger dieser Stadt und dieses großartigen Landes verurteilt sie dieses Gericht hiermit zu 10 Jahren Haft in einem Bundesgefängnis. So, und damit willkommen zurück zur nächsten Folge Mafia 2. Ja, einer von der Tankstelle, denen wir diese Marken verkauft haben, hat uns verpfiffen. Und wir dürfen mal für 10 Jahre hinter schwedische Gardinen. Was wir da jetzt alles erleben, das sehen wir in diesem Kapitel. Willkommen in der Hölle, ihr Süßen. Oh, Frischfleisch! Ja, teilt ein Bettchen mit uns. Jede Menge fette Beute, Leute. Der Bundesknast. Diebe, Mörder, Kinderschänder. Hier war alles vertreten. Der Abschaum der Menschheit. Los, in einer Reihe aufstellen! Bleibt genau hinter mir! Und bloß keine Dummheiten! Das ist nicht herrlich. Okay, Vito geht automatisch. Kann mich ja wirklich nur umsehen. Ah, da sieht man, wie die Leute getrennt sind. Da die Asiaten. Da die... was ist jetzt der richtige Ausdruck? Ich sage lieber nichts. Ihr wisst, was ich meine. Und dort hinten die... weiße Bevölkerungsschicht. Alles nach Rassen getrennt. Los! Jetzt bald! Willst du Ärger machen, du Hurensohn? Tut mir leid. Ich kann... Was ist? Du nix sprechen unsere Sprache? Ich bring sie dir bei! Was ist los? Gefällt dir das, du perverses Schwein? Los! Jetzt steh auf und schieb deinen Arsch wieder in die Reihe. Jetzt bald! Hey, Blödmann! Ich sag's nicht zweimal! Ab in die Reihe! Freundlicher Empfang. Ja, ist recht. Vorwärts! Scheiß Kieferer. Oder eigentlich Knastwächter. Ist er wahrscheinlich. Ist er Polizist? Ja, weiß nicht. Stehen bleiben! Und rechts um! Da ist rechts! Sperrt die Lausche auf, ihr Arschlöcher! Mein Name ist Captain Terence Stone und das hier ist mein Gefängnis. Ihr seid hier drin gelandet, weil ihr keine Ahnung davon habt, wie man sich draußen anständig benimmt. Damit eins klar ist, euer Arsch gehört ab jetzt mir. Und ihr macht, was ich sage, oder ihr werdet es bitter bereuen. Wenn mir einer von euch dumm kommt, wird er sich wünschen, er wäre nie geboren worden. Ihr seid hier, damit euch jemand zeigt, wie man ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft wird. Und das machen wir. Okay, ihr Arschlöcher. Wir nehmen euch jetzt die Handschellen ab. Und dann schrubbt ihr euch mal den Grind vom Leib. Und jetzt im Gänsemarsch mir nach. Willkommen beim Friseur, Ladies. Ihr werdet gleich verflucht scharf aussehen. Hey, ich auch? Bei mir kann man nichts mehr abrasieren. Halt's Maul, Glatzkopf. Klischees, Klischees. Kann nicht gehen? Gar nichts. Okay, Abmarsch.
Jawohl. Hey, du Saftsack, ja, tu, was man dir sagt. Ich drück ja schon die Taste. Wenn ich nicht gehen kann, was soll ich tun? Ja, schöne Wohnung. Gegend. Hör zu, Süßer. Wenn du nicht tust, was man dir sagt, stecken wir dich ins Loch. Mir nach. Folge der Wache. Jawohl. Willkommen im Trautenheim. Rein mit dir. Oh, schön eingerichtet. Nicht? Licht aus! Und kein Mucks, ihr Arschlöcher! Sonst lernt ihr mich kennen! Benutze das Bett in der Zelle. Mein Zuhause für die nächsten 10 Jahre. Sah scheiße aus und roch nach Pisse. Da hätte ich mir noch lieber in Europa die Kugeln um die Ohren pfeifen lassen. Oh, ein Haustier habe ich auch schon. 3 Tage später. 3 Tage lang geschah nichts. Dann erhielt ich die Nachricht von Joe, ich solle einen gewissen Leo Galanti kontaktieren. Er könnte mir hier drin helfen. Ohne Freunde überlebst du hier nicht lange. Na gut, dann suchen wir mal den Leo. Ich will zu Leo Galanti. Schwör ab, Arschloch. Das ist sehr freundlich. Leo. Weißt du, wo Leo ist? Ich suche Leo Galanti. Weißt du, wo er ist? Schwör ab, Arschloch. 5 Jahre und knapp 2 Monate. Sehr ernsthaft, die ganzen Leute. Ich komme nächsten Sommer raus. Ich suche Leo Galanti. Weißt du, wo er ist? Nie von ihm gehört. Das glaube ich ihm jetzt irgendwie nicht. Da brennen die Arme, was? Die wirken nicht besonders freundlich. Okay. Das riecht nach Rekordmann. Ich will zu Leo Galanti. Hey, Freundchen, zitter ab. Zitter ab. Kann mir hier keiner sagen, wer dieser Leo Galanti ist? Gerade erst an. Alle eure Stützpunkte. Ich suche Leo Galanti. Weißt du, wo er ist? Nee, der Name ist mir noch nie untergekommen. Was meinst du? Trotzdem danke. Uns reingelegt. Die Jungs da immer macht? Ja. Wovon redest du, Willis? Jing-Jong-Karate-Scheiß. Tut mir leid. Ich will zu Leo Galanti. Nicht gut sprechen mit weiße Teufel. Du jetzt gehen. Ich will zu Leo Galanti. Grello, nur bringen Ärger. Okay. Katzi. Den kenne ich doch. Du bist der Ithaka, der mit Barbaro bei dem Juwelier war. Wegen euch sitze ich in diesem Drecksloch. Nein, du sitzt, weil du ein bescheuertes Arschloch bist. Wisst ihr was, Jungs? Meine Ma hatte recht. Es gibt einen Gott! Und er hat dich hergeschickt, damit ich dir heimzahlen kann. Du Dreckskerl. Und zwar mit Zinsen! Gar nicht mal so schlecht. Wie wär's mit der Wette? Hier breche ich alle Knochen, Spaghetti. Trink in den Schädel ein! Yeah, reiß ihm seinen Spaghetti. Darf ich dann auch mal schlagen? Ja, kämpft, kämpft! Das wird noch einfacher als damals. Auf ihn! Schlag ihm die Zähne aus! So eine Schwuchtel wie dich verputze ich zum Frühstück. Hattest du ein paar Schwuchteln zum Frühstück? Halt ihm den Arsch auf, O'Neill! Mach ihn kalt, O'Neill! Mach ihn fertig, O'Neill! Tritt ihm den Schädel ein! Yeah, reiß ihm seinen Spaghetti-Fresser-Arsch auf! Kämpft! Kämpft! Auf ihn! Schlag ihm die Zähne aus!
mach ihn alle! Reiß ihm den Arsch auf, O'Neill! Aua, der hat's gerissen. Mach ihn kalt, O'Neill! Mach ihn fertig, O'Neill! Tritt ihm den Schädel ein! Yeah, ja, reiß ihm seinen Spaghetti-Fresser-Arsch auf! Kämpf! Auf ihn! Schlag ihm die Zähne aus! Weg da! Okay, seid ihr traurig? Los, auseinander! Ihr beide kommt in Einzelhaft! Den Kampf. Jetzt hast du ein wenig Zeit, darüber nachzudenken, was du getan hast. Zusperren! Neue Zelle im Dunkeln. Na gut, O'Neill hat mir fast die Rübe abgeschlagen, aber ich habe mich gewehrt und glaub mir, im Knast zählt das eine Menge. Wo er recht hat, hat er recht. 2 Tage später. Wie lange wollen Sie ihn noch da drinnen lassen? So lange, bis er seine Lektion gelernt hat. Ach, wen interessiert das? Ist er fit genug, um zu boxen? Denk schon. Nach der Prügelei im Hof haben ihn die Jungs nicht mehr so hart angefasst. Da ist er drin. Aufsperren. Komm in die Gänge, Skeletta. Da will dich jemand besuchen. Mein Name ist Leo Galanti. Ich habe gehört, du willst mich sprechen. Ja, einer von Clementis Jungs hat mir gesagt, sie könnten mir vielleicht weiterhelfen. Scheiß auf Clementi. Ich bin nicht für den Schutz seiner Leute hier drin zuständig. Aber ich habe gesehen, wie du den Ian O'Neill bearbeitet hast. In dir scheint was zu stecken. Komm mit, Kleiner. Alle mal herhören. Das ist Vito. Er gehört jetzt zu uns. Pepe hier hat einen wichtigen Kampf vor sich. Gegen O'Neill. Er braucht einen Sparringpartner. Und nach dem, was ich im Hof gesehen habe, bist du der richtige Mann für den Job. Du hilfst uns ein bisschen, Junge. Und als Gegenleistung stehst du ab jetzt unter meinem Schutz. Wer weiß, vielleicht lernst du ja auch das ein oder andere dabei. So ein Angebot kann ich kaum ausschlagen. Ich mache keine Angebote. Okay, Männer. Dann gehen wir die Sache mal an. Na gut. Okay, heute arbeiten wir mal an deinem Konterschlag. Vito, verpass Pepe ein paar Schläge. Versuch, sein Riesenkind zu zertrümmern. Pepe, du weichst dem Schlag so aus, wie ich es dir gezeigt habe. Nutz den Schwung und schlag dann zurück. Also, dann legt mal los, Jungs. Gut, Pepe. Zieh dein Riesenkinn ein, verdammt. Ach, kleines Gut. Wow, jetzt bin ich platt. Hey, ist das hier Sparring oder Kampftraining? Wir disponieren um, Champion. Der Junge hat Feuer im Blut. Deshalb trainieren wir jetzt Konterschläge. Okay, Vito, kriegst du das nochmal hin? Natürlich. Das kann dir im Ring eine Menge bringen. Die meisten Typen rechnen nicht damit. Nur unser Pepe, der rechnet mit allem. Na dann, gehen wir's an. Der Satz. Aua. Nicht schlecht, Mist, leider. Das muss zeig dir nochmal 2 davon. Okay, ja. Noch eine, Vito. Na also, du lernst schnell, Kleiner. Okay, Jungs, für heute reicht's. Gute Arbeit. Danke. Wie gut kennst du Clementi eigentlich? Ich bin ihm nie begegnet. Ich hatte nur mit Henry Tomasino und Luca Gorino zu tun. Unglaublich, der Schwanzlutscher Gorino lebt also immer noch. Was hattet ihr für eine Abmachung? Wir erledigen ein paar Jobs für sie und werden in der Familie aufgenommen. Für 5 Riesen. Was? Sowas ist typisch für Alberto. Er kriegt den Hals einfach nicht voll. Warum? Ist das mehr als üblich? Ja, genau 5 Riesen mehr als üblich. Man muss nichts bezahlen, um aufgenommen zu werden. Man holt dich in die Familie, sobald du bewiesen hast, dass du loyal bist, was einbringst und dass du mit dieser Art Leben, naja, klarkommst. Jedenfalls sind das äußerst interessante Neuigkeiten. Wenn das rauskommt, werden Alberto und Luca einiges erklären müssen. Und wem? Vergiss es. Wir reden ein andermal darüber. Na gut.
Lern die anderen kennen oder verlass den Trainingsbereich und dann quatsch mal ein bisschen, oder? Los, nochmal 20. Hey, wie geht's? Wie geht's, Vito? Ich heiße Sal. Warst nicht übel im Ring. Gut, genau. Danke. So. Apropos, hast du Lust, ein bisschen zu boxen? Nein, nimm's mir nicht übel, aber ich lass mir nicht gern den Schädel einschlagen. Weiter so. Mark Al, der braucht mal eine Abreibung. Ja, danke. Ist Al? Gute Arbeit im Ring, Kumpel. Los, nochmal 20. Wenn du weitermachst, bist du bald bereit für einen echten Kampf. Jo, schön. Gut, genau so. Hey, woher weiß der alte Galanti so viel übers Boxen? Man sieht's ihm nicht an, aber er war früher einmal Preisboxer. Weiter so. Verdammt guter. Ohne Witz? Ja, ich hab gehört, er hat Faustkämpfe gemacht, bevor er Profi geworden ist. Ich bin froh, dass er diese Kämpfe organisiert. Gibt ja sonst nicht viel zu tun hier, weißt du? Mit den Wetten muss er ein kleines Vermögen machen. Gut, genau so. Dass er genau deswegen hier einsitzt. Er war einer der wichtigsten Buchmacher in Empire Bay. Weiter so. Interessante Story. So, bevor wir jetzt gehen, würde ich sagen, wir beenden die Folge hier. Und ich sag dann mal, bis zum nächsten Mal.